Hallo meine lieben Gamer, willkommen zu einem Erste-Schritte-Video von der neuen Systemsoftware für die PS4. Die Systemsoftware 5.5.0 ist heute erschienen, nämlich am 8. März 2018. Der Download war 459,9 MB, falls ihr das genau wissen wollt. Und normalerweise gibt euch die PS4 bei den Mitteilungen Bescheid, dass eine neue Software da ist. Oder wenn ihr beispielsweise in den Store geht, da wird euch auch gleich Bescheid gesagt, dass ihr die neue Firmware runterladen sollt. Was ist neu? Es gibt ein paar Punkte, die sind neu. Ich kann gleich vorab sagen, was nicht neu ist. Man kann immer noch nicht den eigenen PSN-Namen ändern. Das ist immer noch nicht drin. Das muss ich vorab leider schon mal sagen. Als erstes, es gibt eine Funktion namens Familienmanager, beziehungsweise Familienverwaltung. Der Menüpunkt versteckt sich unter der Kindersicherung und hier habt ihr jetzt schon vorher die Möglichkeit gehabt, Familienmitglieder zu kennzeichnen bzw. Unterkonten zu erstellen, quasi eben gut für Eltern, die ihren minderjährigen Kindern Spielzeit bzw. einfach das Konto teilen wollen. Und jetzt eben, wie gesagt, kann man auch Spielzeit einteilen. Das heißt, es gibt ein Hauptkonto, das ist das ganz normale Konto, das kennt man ja schon, und es gibt Unterkonten. Das in dem Fall heißt das hier Test. Also ich habe jetzt hier quasi ein Kind, das heißt Test. Und da kann ich jetzt verschiedene Dinge einschränken, beispielsweise vor allem voran die Spielzeit. Ich kann die Spielzeit einstellen. Jetzt muss ich erstmal die Zeitzone hier einstellen. Aha. Ja, ist jetzt. So, okay. Und hier kann ich sagen, ja, es soll eine Einschränkung da sein. Und dann kann ich sagen, dass automatisch entweder nur eine Mitteilung kommen soll oder dass sogar das von der PS4, die PS4 ausgelockt wird. So, und dann kann man ganz genau festlegen, wann, an welchen Tagen, wie lange gespielt wird und bis wann. Das ist man kann das sehr, sehr exakt angeben. Und eben auch jetzt pro Wochentag verschiedene Stunden zuteilen und bestimmte Uhrzeiten, bis wann. Als nächstes die Bibliothek. Wir schauen mal in die Bibliothek. Da gibt es nämlich auch ein paar kleine Neuigkeiten. Da gibt es jetzt neuerdings den Menüpunkt unten. PlayStation Plus. Hier werden endlich separat die PlayStation Plus Spiele aufgelistet, die ihr eben über PlayStation Plus gekauft habt, beziehungsweise die ihr gratis bekommen habt über PlayStation Plus. Das ist nämlich ganz praktisch, dann seht ihr nämlich alle Gratis-Spiele, die ihr jemals erworben habt. Daneben gibt es noch eine neue Funktion, man kann gekaufte Spiele ausblenden hier. Und zwar angenommen, hier habe ich jetzt ein Spiel, da gehe ich auf die Options-Taste und kann jetzt aussuchen, Inhaltsobjekt nicht in gekauft anzeigen. Ja, ich weiß nicht, warum man das machen soll oder auch nicht, keine Ahnung, weil, ja, vielleicht, weil man es wahrscheinlich in der Historie nicht mehr sehen will, ja. Man kann es übrigens hier nicht machen, wobei hier ist es auch Quatsch, weil wenn ein Spiel installiert ist, dann macht es ja keinen Sinn, dass es hier ausgeblendet wird, sondern man kann es hier nur löschen beispielsweise, ja, aber das ist jetzt auch, das ist jetzt nichts Neues. Neu dagegen sind die Hintergründe. Ihr konntet ja schon bisher immer Hintergründe einstellen, allerdings nur von Screenshots aus PS4 spielen, also alles, was im Systemspeicher liegt. Jetzt könnt ihr auch Hintergründe hier machen im Systemmenü vom USB-Stick. Ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Ich habe schon einen USB-Stick eingelegt und wir schauen mal, wie das ist. Also ich gehe auf Designs und bei Designs konntet ihr ja immer ein vorgefertigtes Design wählen oder ein benutzerdefiniertes. Und da gehen wir, das ist ganz unten in der Liste, bei Benutzer definiert. Und bei Bild auswählen habt jetzt die Wahl zwischen Systemspeicher, das gab es ja bisher schon, ganz normal, oder vom USB-Speichergerät. Und das wähle ich jetzt gerade mal aus. Und man hat es eigentlich vorhin, glaube ich, schon gesehen, ist egal. Ja, hier haben wir ein Bild. Interessanterweise nimmt der scheinbar nicht alle. Ich habe hier noch ein weiteres Wallpaper, das nimmt der zum Beispiel nicht an. Das hier nimmt er wieder an, das ist ein Hochkantformat, aber das ist ein komisches Format. Ich nehme das hier mal. Vorab, das habe ich fast vergessen, auf dem USB-Stick müsst ihr, um das anzeigen zu lassen, ein Verzeichnis machen namens Images. Das heißt, ihr geht an den PC mit dem USB-Stick, macht ein Verzeichnis namens Images, also Images, also auf Englisch eben, großgeschrieben alles und da haut ihr eure Bilder rein. Und dann wird das hier automatisch erkannt und dann könnt ihr eben auch euren Hintergrund ändern. So, man kann jetzt hier noch aussuchen, wie groß oder was für einen Bildausschnitt man davon will, vielleicht einen bestimmten, aber ne, ich nehme jetzt hier mal das Ganze oder ja, so. Und
Dann kann ich noch die Farbe auswählen. Das gab es vorher aber auch schon, dass man passend zu seinem, zu einem Tier, so einem bestimmten Bild eine Hintergrundfarbe nimmt. Also für die Untermenüs, weil in den Untermenüs wird das Hintergrundbild ja nicht angezeigt, sondern eben diese Wellenform. Die ist jetzt eben hier grau. Und wenn wir jetzt rausgehen, da haben wir unser Bild. Da ist es. Ja, sieht doch ganz nett aus, finde ich. Und wie gesagt, das könnt ihr eben selber machen. Was auch nun geht, ist, ihr könnt euer Team-Logo ändern. Jetzt muss ich mal gucken, wo das ist. Das Problem ist, ich habe nämlich noch nie ein Team gemacht. Ihr könnt nämlich Teams bilden für Turniere, beispielsweise für Online-Turniere. Und jetzt könnt ihr auch den Hintergrund vom Team, von eurem Team, das Logo von eurem Team ändern, auch über USB-Stick, also über eine Grafik vom USB-Stick. Ich habe, wie gesagt, ich habe noch kein Team, ich habe das noch nie gemacht. Wenn ihr das habt, könnt ihr es da ändern. Was ihr nicht ändern könnt oder was ihr nicht über USB-Stick ändern könnt, ist euer Profilbild leider. Nach wie vor, das ist immer noch eingeschränkt, sagen wir es mal so. Das könnt ihr eben nur zwar immer euer Profil bearbeiten hier, aber ihr könnt kein Bild von USB-Stick laden. Auch nicht das Titelbild, das Hintergrundbild. Das geht eben, wie gesagt, nur bei Teams. Außerdem, genau, bei Teams, wo wir schon beim Thema Teams sind, bei Teams hat sich auch noch was geändert, beziehungsweise noch was gibt es was Neues dazu. Und zwar, man kann jetzt Events für Teams direkt erstellen. Also wenn man hier, genau, dieser Menüpunkt drüber, den habe ich jetzt eigentlich übersprungen. Man kann jetzt Events erstellen hier bei Events und zwar direkt fürs eigene Team. Und zwar nicht nur eben auf Einladungen, man lädt dann manuell die Leute ein, sondern sagt, okay, das ist für mein Team. Was haben wir noch? Es gibt noch eine kleine Neuigkeit bei Neuigkeiten, bei Mitteilungen. Bei Mitteilungen ist er noch also im relatives Chaos. Oder relativ, naja, doch eigentlich schon, kann man schon sagen. Und ihr könnt jetzt Mitteilungen endlich löschen. Das gab es vorher nämlich nicht als Funktion. Das hier ist neu, dieser Menüpunkt. Über die Options-Taste konntet ihr ja hier rein die Mitteilungseinstellungen in Uploads und Downloads abrufen. Und jetzt könnt ihr neuerdings die Mitteilungen auch löschen. Ist gut, weil es ist ein absolutes Chaos, was bei Mitteilungen standardmäßig auf der Hauptseite los ist. Deswegen gute Sache. So. Dann haben wir noch was im Schnellmenü. Also ihr geht lange aufs Playstation, auf die PlayStation-Taste, auf den Controller, dann kommt ihr ja hier gewohntermaßen ins Schnellmenü und da ist jetzt ein bisschen mehr Übersicht drin. Zum einen habt ihr jetzt bei euren Freunden auch benutzerdefinierte Listen. Das heißt, wenn ihr eure Freunde in verschiedene Kategorien eingeteilt habt, könnt ihr das hier auch abfragen. Und was hier auch neu ist, das ist hier dieses Dreieckssymbol. Ich glaube, das gab es vorher nicht. Also hier in diesem Menü oben im Eck sieht man das Dreieckssymbol. Das heißt, wenn man irgendwo in der Liste ist, kann man auch hier einfach direkt hinspringen. Das ist übrigens auch dieses Dreieckssymbol, es ist auch in der Bibliothek drin. Also bei Listen, die man verwaltet, dass man dort ganz schnell auf diese Sortierfunktion hinspringen kann. So, was ist noch neu im Schnellmenü? Musik. Spotify ist jetzt ein bisschen übersichtlicher dargestellt. Also man sieht jetzt die eigene Musik, man sieht Playlists und kann die besser, schneller wiedergeben. Und das war's schon, beziehungsweise das war's fast. Es gibt noch nämlich eine Funktion für die PlayStation 4 Pro exklusiv, die nennt sich Super Sampling. Und da schauen wir gleich mal kurz rein. Und zwar, die versteckt sich, dieser neue Menüpunkt, der versteckt sich unter Sound und Bildschirm, unter Videoausgabeeinstellungen. Und hier gibt es Super Sampling Modus. Da klicken wir drauf. Und da heißt es, der Super Sampling Modus kann die Bildqualität einiger Spiele auf einem Fernseher mit 2K-Auflösung oder weniger verbessern. Die Ergebnisse unterscheiden sich abhängig von den Spielen. Bei einigen Spielen wird die Bildqualität möglicherweise nicht besser oder es kann sich die Framerate ändern. Aha! Also, es ist ein bisschen nebulös. Es ist folgendermaßen: Super Sampling könnt ihr grundsätzlich erstmal nur benutzen, wenn ihr eine PS4 Pro habt und keinen 4K-Monitor oder Fernseher. Also, wenn ihr auf einem 2K bzw. in einem Full HD spielt, Full HD-Gerät mit einer PS4 Pro, dann könnt ihr Super Sampling aktivieren. Und wie es schon dran steht, es kann die Bildqualität von Spielen verbessern oder sogar auch die Bildrate erhöhen oder verbessern. Das mit der Bildrate gab es ja vorher schon. Es gibt ja diesen Boost-Modus auf der PS4. Der verbessert ja auch die Bildrate. Und der Super-Sampling-Modus macht es quasi folgendes. Der Boost-Modus, nicht der Boost-Modus, der Super-Sampling-Modus lässt die PS4 Pro glauben, dass es auf einem 4K-Gerät läuft. Das heißt, es wird intern mit einer 4K oder einer höheren Auflösung als Full HD auf jeden Fall berechnet und dann runtergerechnet für den Bildschirm. Das nennt sich dann eben Super Sampling. Das heißt, intern wird mit einer höheren Auflösung gerechnet, als ausgegeben wird letztendlich auf dem Bildschirm. Das ist eben Super Sampling. So,
Klingt jetzt eigentlich ein bisschen doof als System, aber es macht absolut Sinn deswegen, weil die Bildqualität dadurch verbessert wird. Und da schauen wir gleich mal in ein Spiel rein. Wenn man nun ein Spiel startet, das diesen Super-Sampling-Modus unterstützt, dann wird es auch beim Start angegeben. Und wir schauen jetzt hier uns mal kurz Mad Max an. Im Spiel habe ich das Gefühl, dass auf jeden Fall die Kanten besser geglättet sind. Also es flimmert weniger in der Grafik, auch im Hintergrund oder auch in Details, beispielsweise an den Stacheln von dem Auto. Aber das ganze Spiel wirkt mir ein bisschen unschärfer als sonst, als ohne Supersampling. Das ist nämlich auch so eine Nebenwirkung, was sein kann. Ein Spiel wirkt zwar geglätteter und eigentlich vielleicht auch schärfer, aber vielleicht auch unschärfer. Und das ist in dem Fall, habe ich zumindest das Gefühl, dass Mad Max mit Supersampling ein bisschen unschärfer aussieht. Das Problem ist, aktuell es gibt keine Liste an Spielen, die genau unterstützt werden und mit welcher Wirkung die unterstützt werden oder welche Effekte dieses Supersampling-Effekt hat. Man weiß es nicht. Ich werde mir das auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Denn wie gesagt, Supersampling wird nur von einigen Spielen unterstützt, meistens von älteren Spielen und vor allen Dingen natürlich von Spielen, die normalerweise kein 4K unterstützen. Aber wie gesagt, ich muss das nochmal genauer erforschen und gucken, wie sich das auf manche ältere Spiele mal auswirkt. Das war's aber trotzdem hier an dieser Stelle mit den ersten Schritten aus dem neuen System Software Update 5.5.0. Ihr könnt das Ganze gerne abonnieren und ein Gefällt mir da lassen. Und dann sieht man sich gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.